Heute wollen wir uns 10 weitere Spiele ansehen, bei denen das ein oder andere nicht so gut gelaufen ist. Sie haben Kritiker oder Spieler enttäuscht und waren oft auch finanziell nicht so erfolgreich, wie sich das die Entwickler gewünscht hätten. Meine Auswahl ist hier nach dem üblichen Meta-Mix-Score sortiert. Ihr findet die Spiele mit den schlechteren Gesamtwertungen, allerdings auf den vorderen Plätzen. Call of Duty Infinite Warfare erschien im November 2016, ein Jahr nach Black Ops 3, und verkaufte sich 50% schlechter. Einer der Gründe war sicherlich auch, dass es der erste Teil war, der nicht mehr auf der PS3 und Xbox 360 erschien. Viele waren aber insbesondere nicht zufrieden mit dem futuristischen Setting und den dazugehörigen Fähigkeiten. Der Reveal-Trailer war 2016 das Video mit den zweitmeisten negativen Bewertungen auf ganz YouTube. Das finale Spiel hat von der Presse letztlich recht gute Wertungen bekommen. So wurde unter anderem die solide Kampagne und der Zombie-Modus gelobt. Dem Multiplayer wurde von einigen das Fehlen von Innovationen vorgeworfen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man jedes Jahr ein neues Call of Duty rausbringt. In die gleiche Kerbe hacken auch viele Nutzerbewertungen, die das Gefühl hatten, dass der Multiplayer-Modus einfach nur etwas abgeändert von Black Ops 3 kopiert wurde. Aber auch die Singleplayer-Kampagne, Charaktere und eben das gesamte Setting von Infinite Warfare wurde von vielen einfach nicht gemocht. The Order 1886 wurde Anfang 2015 mit Spannung erwartet, sollte es doch einiges aus der noch recht jungen PlayStation 4 herausholen. Der Entwickler Ready at Dawn konnte zuvor mit einigen PSP-Games gute bis sehr gute Wertungen einsammeln. Der Sprung auf die große Konsole war aber vielleicht etwas zu weit. Das Setting war durchaus besonders. London im 19. Jahrhundert, eine Rebellion, Werwölfe, dazu coole Waffen, inspiriert von Nikola Tesla, der selbst einer der Charaktere im Spiel ist. Insgesamt lag The Order dann aber für viele hinter den hohen Erwartungen. Die Grafik konnte durchaus überzeugen. Der Rest ist aber, gerade im Vergleich zu Hits wie Uncharted, an die das Gameplay oft spürbar angelehnt ist, nicht ganz so stark. Trotz solider Gefechte und einer filmreif inszenierten Story konnte das Spiel mit seiner sehr linearen Kampagne ohne Wiederspielwert nicht genug Leute überzeugen. Es sprach sich rum, dass man hier zum üblichen Neupreis nur um 7 bis 8 Stunden Gameplay geliefert bekam. Bereits einen Monat nach dem Release wurde der Preis dauerhaft um ein Drittel gesenkt. Offizielle Verkaufszahlen wurden nie genannt. Die Geschichte von Mafia 3 beginnt damit, dass 2K-Check, die Entwickler von Mafia 1 und 2, rund 3 Jahre an ihrer Vision von Mafia 3 arbeiteten. 2K war damit allerdings nicht glücklich und gründete mit Hangar 13 ein ganz neues Studio für das Spiel, um mit frischen Ideen an die Sache heranzugehen. Probleme bereitete dabei allein schon die Game Engine, die zum Teil auf Tschechisch geschrieben war. Es ist vielleicht einer der Gründe für die vielen Bugs, die das Spiel zum Launch plagten. Ein weiteres großes Problem ist das repetitive Missionsdesign. Ganz im Gegensatz zu GTA, wo man ständig unterschiedliche Dinge erlebt, stellt man bei Mafia 3 fest, dass man irgendwie immer wieder die gleichen 3 Missionen an unterschiedlichen Orten durchführen muss. Doch es ist nicht alles schlecht an Mafia 3. Es gibt durchaus gute Missionen in der Hauptstoryline. Außerdem sind die Zwischensequenzen teils großartig gemacht. Dazu kommt eine gelungene 60er-Atmosphäre, die insbesondere mit Hilfe von guten Sprechern und einem tollen Soundtrack gefördert wird. Die kürzlich erschienene Definitive Edition ist definitiv besser als die Launch-Version, enthält aber leider immer noch einige Bugs und natürlich die gleichen Gameplay-Schwächen. Auch wenn No Man's Sky heute ohne Frage ein deutlich besseres Spiel mit wesentlich mehr Content als zum Launch ist, hat es meiner Ansicht nach dennoch einen Platz in dieser Liste verdient. Schließlich wurde kaum ein Spiel so gehypt wie dieses. Es wurde 2013 bei den VGX Awards vorgestellt und 2014 auf der großen E3-Bühne von Sony präsentiert. In dieser endlosen Welt sollte alles prozedural generiert werden. Jeder Planet einzigartig, gefüllt mit Leben und spannenden Aufgaben. Zum Launch im August 2016 entdeckten die meisten kaum mehr als unterschiedlich gefärbte Wüsten und Wälder. Dazu fehlten viele der angekündigten Features, darunter Multiplayer. Es gab im Spiel kaum was zu tun.
Doch im November 2016 folgte bereits das erste große Update, das einige Features wie Basenbau nachreichte. Das Atlas Rises Update brachte eine neue Storyline, Ökonomie, Weltraumkämpfe und mehr. Im Juli 2018 gab es dann mit Next den ersten Multiplayer mit anpassbaren Charaktermodellen. Das Beyond Update im August 2019 brachte unter anderem den viel gelobten VR-Modus dazu. Es folgten weitere regelmäßige Verbesserungen. Das neueste Update brachte im Juni 2020 sogar Crossplay zwischen PS4, Xbox One und PC. Selten hat ein Spiel mit einem so katastrophalen Launch noch so gut die Kurve gekriegt wie No Man's Sky. Rise, Son of Rome war ein Launch-Titel für die Xbox One, der zeigen sollte, was man so alles aus der Hardware herausholen konnte. Ursprünglich sollte das Spiel allerdings ein Kinect-Titel für die Xbox 360 sein, den man aus der Ego-Perspektive spielen sollte. Wenigstens davon sind wir verschont geblieben. Verantwortlich für das Spiel war Crytek, die mit ihrer Cry-Engine bekannt dafür sind, grafisch beeindruckende Spiele zu schaffen. Grafik und Animation von Rise sind auch durchaus gelungen. Leider hat Crytek bei der Entwicklung aber offenbar vergessen, dass Spiele am besten auch Spaß machen sollten. So prügelt man sich von einer Szene zur nächsten, weicht aus, kontert und schlägt ebenso oft wie es geht zu, bis es wieder zur nächsten schicken Zwischensequenz geht. Dann hackt man wieder auf den immer gleichen Klonsoldaten rum, um diese immer wieder brutal hinzurichten, woran man sich doch recht schnell satt gesehen hat. Nach 6 bis 8 Stunden hat man die Kampagne dann aber auch schon geschafft. Fight for Rome. Crackdown 3 sollte spektakulär werden. 2014 zeigte man eine Tech-Demo, die zeigen sollte, wie man mit Hilfe von Cloud Computing, Wolkenkratzer und ganze Städte einstürzen lassen kann. Das Spiel sollte ursprünglich bereits im Jahr 2016 erscheinen. Der Termin wurde verschoben. Das Spiel sollte nun zeitgleich mit der Xbox One X im November 2017 erscheinen. Es wurde weiter auf 2018 verschoben und erschien letztendlich erst im Februar 2019. Einer der ursprünglichen Lead-Entwickler der actionreichen Serie hatte das Microsoft-Studio zwischenzeitlich verlassen. Es stellte sich raus, dass die ganzen Zerstörungsorgien nicht für die Konsole umsetzbar waren. Von Cloud Computing war nichts mehr übrig. Teilweise zerstörbare Gebäude gab es lediglich in dem sehr spartanisch anmutenden Multiplayer-Modus. Das Singleplayer-Hauptspiel ist nicht schlecht, gilt aber als etwas aus der Zeit gefallen. Was am Anfang der Xbox 360-Ära noch super cool war, haut nach Spielen wie GTA 5 oder Saints Row 3 und 4 eben kaum noch jemanden vom Hocker. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint sollte alles besser machen als sein Vorgänger Wildlands. Das Open-World-Spiel sollte neue Features wie Charakterklassen und verbessertes Schleich-Gameplay mit dem Durchtrennen von Zäunen oder Verstecken im Schlamm geben. Breakpoint gehörte nach der E3 2019 zu den Spielen, die fleißig vorbestellt wurden. Zum Launch zeigten sich dann aber viele Spieler enttäuscht. Eine Sache waren sicher die zahlreichen Bugs und mäßige KI. Eine andere das Stufensystem, welches Waffen und Gegner betraf. War das nun noch ein Taktik-Shooter oder ein Action-Rollenspiel-Loot-Shooter, der uns Mikrotransaktionen andrehen will? Die generische Story konnte nicht überzeugen und der neue Social Hub reißt einem eher aus dem Spiel, als dass er irgendwie hilft. Im März 2020 erschien ein großes Update, das einige der Kritikpunkte anging und mit dem Ghost Mode wieder die klassische Ghost Recon-Erfahrung einführte, bei der man sich nicht um Gearscores und die Loot-Spirale kümmern muss. Das macht aus Breakpoint noch kein großartiges, aber immerhin besseres Spiel als zum Launch, das man nun spielen kann, wie es einem lieb ist. Never die. Ich habe etwas gezögert, dieses Spiel hiermit aufzunehmen. Einerseits sorgt der Name Metal Gear natürlich schon für einen gewissen Hype, andererseits war das hier schon fast ein Fehlschlag mit Ansage. Es war bereits klar, dass der Macher der vorigen Metal Gear Spiele, Hideo Kojima, nicht mehr an der Produktion beteiligt war. Zusätzlich sollte der Titel eben im Gegensatz zu den anderen Spielen der Reihe ein Survival-Spiel sein. Es stellte sich raus, dass der Titel einige Stärken aus Metal Gear Solid 5 übernehmen konnte. Dazu gehört definitiv die gute Engine und viele solide Spielmechaniken. Im Kern war Survive aber unheimlich repetitiv und hatte eigentlich auch nicht viel mit Metal Gear zu tun. Es wäre vielleicht besser gewesen, das Spiel unter einem anderen Namen zu vermarkten.
Zusätzliche Wellen schlug Konami mit Mikrotransaktionen. Weitere Charakterspeicherplätze wurden mit 10 Euro pro Stück berechnet. Nachdem die Wut der Franchise-Fans verkocht ist und ein paar Patches später, hat das Spiel bei Steam kürzlich sogar sehr positive Bewertungen erhalten und ist für Survival-Fans vielleicht einen Blick wert. Echtzeit-Strategiefreunde waren begeistert, als Blizzard 2018 ankündigte, dass man dem guten alten Warcraft 3 mit der Reforged-Version eine ordentliche Frischzellenkur verpassen wollte. Trailer zeigten schicke neue Charaktermodelle in komplett neu gemachten Ingame-Zwischensequenzen. Ein ziemlich großer Aufwand, den man hier offenbar in das alte Spiel investierte. Ende Januar 2020 erschien das neue Warcraft 3 dann, um einen historisch niedrigen User-Score bei Metacritic einzusammeln. Es stellte sich raus, dass die aufwendigen Cutscenes, die im ursprünglichen Trailer und sogar noch auf der Webseite gezeigt wurden, gar nicht im Spiel waren. Stattdessen waren sie so inszeniert wie schon 2002. Diese Änderung wurde bis dahin allerdings nie öffentlich kommuniziert. Ursprünglich angekündigte zusätzliche Story-Inhalte haben es ebenfalls nicht ins Spiel geschafft. Offenbar lief den Entwicklern einfach die Zeit davon. Dies zeigte sich auch an diversen weiteren fehlenden Features, sowie Bugs und Crashes, mit denen das Spiel zum Launch zu kämpfen hatte. Cool, dachten einige damals, Tony Hawk's Pro Skater 5 kommt. Was kann da schon schief gehen? Teil 4 hatte schließlich einen Metascore von 90%. Wie sich herausstellte, gab es einige Dinge, die mit diesem Spiel nicht so ganz in Ordnung waren. Einen kleinen Hinweis darauf hätten schon die vielen teils richtig schlechten Spin-offs der Serie sein können. Blöd, dass dann tatsächlich der Entwickler von Tony Hawk Ride für das Projekt ausgesucht wurde und unter Zeitdruck einen neuen Hauptteil für Activision zusammenkloppen sollte, bevor die Lizenz ablief. Das kleine Budget und wenig Zeit sorgten dafür, dass das Spiel sehr unfertig rüberkam. Die Grafik sah zudem nicht so aus, wie man es Ende 2015 erwarten würde. Inzwischen kann man das Spiel gar nicht mehr digital kaufen. Die Multiplayer-Server sind zudem dicht. Wer jetzt dennoch Lust auf ein Skateboard-Spiel bekommen hat, kann sich freuen. Bereits jetzt kann man das sehr positiv bewertete Session bei Steam im Early Access spielen. Der Xbox-Release steht kurz bevor. Im September erscheinen außerdem die beliebten Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 als Remaster auf der PS4 und Xbox One. Und Skate 4 soll laut EA aktuell auch noch in der Entwicklung sein. Falls ihr jetzt noch einige EA-Spiele in dieser Liste vermisst habt, empfehle ich euch noch das Video, welches ich kürzlich speziell diesem Publisher gewidmet habe. Schreibt gerne in die Kommentare, welche von den Spielen euch gut gefallen haben und wovon ihr persönlich besonders enttäuscht wurdet. Wenn dir das Video gefallen hat, abonnier einfach den Kanal, guck dir gern noch weitere Videos an und schau doch mal auf meiner Support-Seite vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!